glaube, man kann sagen, ein bisschen mehr Mut zur Unordnung, das hätte uns allen wahrscheinlich gut, trotz Raumplanung und Polizeigesetz. Man könnte sagen, einfach mehr Katholizismus und diese reformierte Geschichte einmal aufhören. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Aber ich glaube schon, man kann, glaube ich, so als Fazit kann man sagen, also das Kulturcafé in Zusee, das ist national bekannt, das wird vom Schweizer BRS mittlerweile parkerweise schon gemietet, um dort zu zeigen, wie Kultur funktionieren kann. Ja. Es braucht ein bisschen schon in der Schweizer Geist, um so etwas zu machen. Nein, es ist einfach so, es braucht dort ganz, es braucht einfach Sonderbewilligungen. Also sonst die Investition hätte niemand getraut. Und wir haben einfach mit diesen Gestellen und ohne diese Hygienevorschriften, ohne diese Feuerpolizeivorschriften ein Kunstwerk gemacht. Und wenn ich als Künstler, anerkannter Künstler, in einem Raum anschreibe, wie zum Beispiel beim Landesamt, schreibe ich Wetz, Doppelpunkt, Anführungszeichen, Schweizer Landessaal, Schlusszeichen 2013, dann ist dieser Saal kein Saal, sondern ein Kunstwerk. Und das muss man juristisch einfach wissen. Oder? Und warum haben wir das so in der Schweiz? Wir wollen ja der beste Kunsthandplatz der Welt sein. Und dann wollen wir an der Art in Basel eine Ei-Wei-Wei-Installation haben. Und nachher kommt die Feuerpolizei und sagt, das kann man nicht machen. Das kann man nicht machen, geschätzte Damen und Herren. Oder? Man braucht so eine Bewilligung für die Kunst und sie nützt das aus. So einfach ist es. Künstler jetzt, herzlichen Dank.